Orega. Oreni. On Demand. Giant. Da. Willkommen, liebe Freunde, zu Let's Show Play First Time. Weiß ja noch nicht genau. Organ Trail Director's Cut. Vielleicht habt ihr von diesem Game schon gehört, wenn nicht, hier eine kleine Informationsflut. Organ Trail war, glaube ich, zu Beginn eine Art Flash-Game for free. Gibt's auch immer noch, Organ Trail als Free-Flash-Game. Und es ist quasi so eine Art Retro-2D-Zombie-Survival-Game. Also es geht darum, dass man als Team-Captain mehr oder weniger fungiert. Und dann macht man sich eine Gruppe aus insgesamt 5 Leuten mit einem selber auf den Weg von der Westküste von den USA zur Ostküste der USA. Und auf dem Weg hat man eben mit den Hürden zu leben. Es kann sein, dass sich einer ein Bein bricht, wenn er während im Auto sitzt, oder dass irgendwie das Essen knapp wird natürlich. Und dann, ja, gibt es natürlich Zwischenstopps in den verschiedenen Städten in den USA. Da kann man dann scavengen, Sachen kaufen, Sachen traden und so weiter. Ich selber habe es noch nie gezockt, Organ Trail. Das ist quasi meine Entjüngferung. Deswegen weiß ich noch nicht allzu viel über dieses Game. Nur, dass ihr eben diese Version auf Steam kaufen könnt, die natürlich ein bisschen mehr Feature hat als die Flash-Version. Das Ganze kostet nur 5 Euro, also ist auf jeden Fall eine Investition wert, wie ich finde. Und ja, entwickelt und developed und gepublished wurde das Ganze von The Man Who Wear Many Hats, noch nie davon gehört. Und zwar am 19. März 2013, also ist schon ein bisschen älter der Titel. Aber ihr hört es übrigens schon am Soundtrack, der ist mega epic übrigens, dass es auf jeden Fall so eine Art, ja, Retro-Game eben ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir haben einmal den Campaign-Mode und den Endless-Mode. Können wir hier irgendwas einstellen? Können wir nicht. Deswegen würde ich sagen, Campaign-Mode, I report with my hands. Los geht's. Ja, denn ich habe kein altes Game. Aber das passt schon. Yes. So. Easy, normal, ja, würde ich sagen normal, ne? Normal. Click on the enemy and draw a line towards yourself to shoot. So. Okay. Okay, das kriege ich hin. So. Bam. Okay, das wird ein bisschen difficult, aber ich glaube, das kriegen wir... Oh Gott, fuck. Das... Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Oh, reload, okay. Was? Klick, klick, keine Ammo. Okay. Dankeschön, wer auch immer das ist. Well then, it looks like I just saved your bacon. Mehr oder weniger. I reckon we stand a better chance to out there if we stick together. My name is Clemens. I used to be a priest. Deswegen die Bible da wahrscheinlich. Not much use for those nowadays. What's your name, partner? Natürlich der Love Giant. The pleasure's all mine, Love Giant. Listen, even with the two of us, we won't survive very long. Everyone I trusted died a while back. That's the spirit. Do you know anyone... we could count on in a pinch. Genau, jetzt können wir nämlich 4 Survivor aussuchen und die Namen bleiben uns überlassen. Und ich habe mir schon eine kleine Truppe zusammengestellt. Einmal ist natürlich dabei das Pilsner-Tierchen, den ihr von meinen League of Legends LPs und Resident Evil 2 damals noch kennt. Er hat auf den Namen bestanden. Ist ein bisschen langweilig als in Verbindung mit Pilsner-Tierchen, aber okay. Nummer 2 wird Kollege Brei, den ihr aus meinen Binding of Isaac Videos kennt, also aus den Splitscreen Battles. Der Brei. Wer ist denn noch mit dabei? Ich würde sagen, Floor Waffles ist auch noch mit dabei. Den ihr aus Pokémon kennt und League of Legends. Und Nummer 4. Wen nehmen wir denn als 4. noch mit rein? Nummer 4. Ich schau mal kurz bei meinen Subscribern rein, wer hier fleißig am Kommentieren ist. Und dann nehmen wir den einfach noch mit rein, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Denn 4. fällt mir gerade auf die Schnelle nicht ein. So. Wen haben wir denn da? Wer ist denn hier fleißig am Kommentieren immer? Okay, dann nehmen wir den Kollegen Nebelmonster 1983 noch mit rein. Nebelmonster. Was war's? 1983. Okay, geht nur Nebelmonster, aber ich denke mal, das ist okay. Das ist unsere Truppe. Ich als Leader, das heißt, wir sind schon doomed. Der gute Naka, das Pilznatierchen, der Brei, Floor Waffles und Nebelmonster. Jawohl. There is a good chance if they are still alive, they will be at the shelter set up in DC. If they have any sense, that is.
if they have any sense of this. We are going to need a way to get around. I saw an old station wagon a few blocks back. Those things might not be very reliable, but you'd be surprised how roomy they are. Anyway, let's get moving. Alles klar. Und hier sehen wir auch schon eben ja, den Grafikstil von diesem Game. Und ich finde das super. Das ist so ein richtig geiles Retro-Feeling. Mir gefällt das. Alright, I think I've got just enough fuel and food for us to make it to DC in this baby. Let's hit the road, I'll drive. Uah, tun Sie dies. So, und hier können wir uns quasi zurücklehnen. Und jetzt können es sein, dass eben random Events passieren. Wie zum Beispiel, ja, Clemens has a broken arm, wie auch immer er das hingekriegt hat. Aber gut. Clemens, oh Gott. Clemens! Und bitten bei Zombie. Out of you. Großartig. Aber gut, wir sind in Washington, D.C. Sieht auch super aus. Just as the station wagon runs out of fuel, you coast into the city. You can hear a radio blaring in a nearby window. Repeat, all survivors who still remain in Washington, D.C., the government has declared a Class 3 biohazard in the area. They will be commencing a nuclear strike within a few short hours. Get out while you can, the city is lost. That's the spirit. Looks like we have a time problem. I'll go look for your friends at the shelter. Meanwhile, you should go scavenging for supplies. I've heard about a place on the west coast that is supposed to be a safe haven from all this chaos. Let's meet back here and head out. Here, take my journal. I've written down everything I know about surviving on the road. It should help you decide what you think we may need on the trip. Wunderbar. Okay, wir haben 12 Stunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Ich würde sagen, Fuel ist wichtig. Food definitiv. Hier können wir auch noch was reinstecken. Tire, Muffler, Battery. Machen wir mal alles eins. Und dann würde ich sagen, ich habe gehört, Muffler sind relativ useful. Deswegen haben wir hier noch eins rein. Money. Oder? Ja, komm. Medkit machen wir noch und... Oder? Ne, wir machen mal Money und Fuel. Ja. Ich glaube, das ist okay. Your friends join the party. Wunderbar. Wird nicht angezeigt, wer ist, aber... Passt schon. Great, everyone's here. There's just one more thing. Back there on the road, one of those things bit me. I'm already not feeling too well and I can't stand the thought of becoming one of them. You're gonna have to put me down. Why don't you keep my journal? It may help you out there. Good luck. Okay. Giant does it. Was? Okay. Ah, okay. Wunderbar. Love Giant put down Clemens. Direkt mal raustweeten. Gut. 32 Meilen zu Pittsburgh. Dann mal los. Jawohl. Alle sind mit am Start. Jetzt sieht doch gut aus. You scare off a bandit siphoning your gas tank. Badass. So nicht. Noch was? Nee, gut. Solange keine Incidents kommen, there is a tombstone in the distance. Will you get out and look? Okay. Monk, he lost his banana. You discover one tire near the grave. Okay. Ich glaube, das sind Player-Tombstones übrigens. Nicht schlecht. Pittsburgh, Pennsylvania. Yes. Wunderbar. Sieht auch wunderbar aus da drinnen. Okay, bye. Schauen wir mal, was haben sie denn hier? Fuel, Scrap, Food, Medkits, Ammo. Wir haben $100 Scrap. Können wir eigentlich mal mitnehmen? 5 Stück haben wir. Nehmen wir mal 4 mit. Damit können wir ja das Auto reparieren. Ansonsten, ein Medkit können wir eigentlich noch gebrauchen. Ja, wir haben 1. Cell, achso, Cell, ja, können wir auch machen. Aber ups, das brauchen wir nicht. Jobs, what happened here? There is a group of hostile folk who have holed up in a nearby building. I think they mean to take over. Difficult suicides? Nein, danke. Rationing.
The amount of food the people in your party consumes each day will affect their health. Small, medium and large portion sizes consume 1, 2 and 3 ounces of food per hour, respectively. Ja, medium ist ganz okay, denke ich mal. Scavenge. Schauen wir mal, was wir finden. Use WASD or arrow keys to move, pull back to aim, release to shoot. Das kriegen wir hin. Okay, da haben wir... da haben wir Food. Sehr gut. Und ich glaube, das Beste ist, wenn man die Kollegen einfach nur kitet und nicht abschießt. Die vertragen übrigens 2 Schüsse. Oh, was auch immer das ist. Okay, das sind ein paar viele. Ich glaube... Activity low. Was ist dann high? Was ist dann Snoop Dogg? Da ist was in der Mitte. I wanna grab it. Oh Gott, oh Gott. Oh! Dem Kiting. Komm, komm, komm. Yes! Hoho! 100 ounces of food while scavenging und $25. Okay. Achso, Zombie Activity Deadly. Hätte ich mal darauf geachtet. Combat Training haben wir nichts. Okay. Schauen wir mal. Das K sieht noch ganz gut aus. Upgrades. Okay. Pimp my ride hier. Ja, resten wir mal. Rest. Ich glaube, damit müssen auch die HP hochgehen, genau. Moment. Immer noch deadly. Da würde ich sagen, liefen wir einfach mal die Stadt. You must cross a horde of zombies in order to continue on the road. The horde in front of you is currently massive in size and appears to be docile. Wait to see if the horde disperses. Break out guns and clear a path. Attempt to sneak through. Hire mercenaries to escort you. Get information about your choices. Sneak through. Versuchen wir es mal. Ist zwar massiv, aber das sollten wir hinkriegen, oder? Das sind... Das sind viele. Haben wir es geschafft? Yes! Nice. Tactical Espionage Action. 200 Meilen zum Mall. You get caught in a blizzard, the cold will tax your health and you will have to drive more cautiously. Okay. Aber noch sehen wir ja eigentlich alle ganz gut aus. Wir schaffen das. A military blockade impedes your progress for an... Na, großartig. Thanks, Obama. The sky clears up. You spend some time cleaning guts out of the car. You get lost on a backcountry road for an hour. Yeah, sorry, this is... You aren't sure which way you go. You lose an hour blickering with Naka. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich kenne den Weg. Eigentlich nicht. Das ist mir nicht so schlecht in Maze Games. Brei breaks the rip. Von was? Oh Gott, Brei. Oh. Ich hab da auch ein Health Kit. Oder wir resten ein bisschen. Super Mall hier, ey. Großartig. Jobs? I'm having trouble sleeping. I keep seeing movement outside. Come protect me. Normal. Payment $8. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. Hep. Genau, der hält 2 aus. Yes. Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt trifft. Das ist ganz schön heavy. Aber wir haben zumindest genügend Ammo momentan noch. Sollte im Bereich des Möglichen bleiben. Ja, den zu treffen ist auch eine Kunst hier, die Crawler. Okay. Kollege Pillemann Oswald muss auch noch kurz geschossen werden. So, und BAM! Yes, survived the attack. Nice. $8. Okay, leider keine Jobs mehr. Aber das ist okay. A grizzly stranger beckons you to a dark corner and offers to teach you some useful techniques for $8. Reload in half the time. Faster reload. Für wie viel? $80? Nee. Wir haben ein bisschen wenig, was das angeht. Das Auto sieht gut aus. Party erstmal resten, damit vor allem Kollege Brei braucht das, glaube ich, gerade ziemlich dringend. Der Einzige, der übrigens rausgehen kann zum Scavengen, bin ich. Was ein bisschen schade ist.
Okay, Brei sollte eigentlich wieder okay sein. Wie kann man sich überhaupt im Auto die Rippen brechen? Das muss man auch erstmal hinkriegen, aber okay. Zombie Activity low. Okay. Damit komme ich klar. Das müsste Food sein. Oh Gott. Ah! Wunderbar. Noch mehr Food. Gut. War nötig. Noch mehr Food! Das ist, glaube ich, das... Nee, der Shopping-Cart war, glaube ich, das höchste an Food, das man finden kann. Das ist so das zweitbeste. Oh mein Gott. Ah, oh, geh weg. Okay. Okay, okay, okay. Hab alles im Griff. Der Captain hat das Schiff unter Kontrolle. Keine Sorge da draußen. You're welcome. Okay. Also Essen haben wir kein Problem. 380. Wir haben 6 Medkits. 180 Ammo. Scrap haben wir 14. Eigentlich können wir mal das Auto repairen, oder? Ja. Repairen wir mal. Okay, je mehr Scrap wir übrigens einsetzen, also es bleibt immer gleich, egal wie viel Scrap wir hier einsetzen, wie ihr sehen könnt, aber die Success-Rate ist höher, je mehr Scrap wir hier reinsetzen. Deswegen würde ich sagen, 4 Scrap ist okay. Na komm, ihr könnt das. Ich gebe das ja nicht auf. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch! What the fuck? Ah. Damn, guys. Mit euch rede ich nochmal. Ja, Zombie Activity ist noch low. Das heißt, wir können eigentlich nochmal scavengen. Was ist das da? Scrap, glaube ich, ne? Das kommt uns ja gerade gelegen. Ah, oh Gott, Kollege Zombie. Oh, ey, das war extrem knapp, vor allem, weil der Kollege ja auch 2 Schüsse ausgehalten hätte. Okay, Food. Food ohne Ende. Ah, ich bräuchte Scrap. Und nicht so ein Crap. Ja. Oh mein Gott. Die sind aber, oh Gott, die sind aber auch immer verdammt nah an einem. Diese verdammten Groupies. Okay, 20 Scrap, 120 Ounces of Food. Yo. Wie sehen wir denn aus? Ganz okay. Zombie Activity Medium. Das lassen wir lieber mal. Ich versuche nochmal zu repairen. Nehmen wir mal 3 Scrap. Ich vertraue den Kollegen irgendwie jetzt noch weniger als zuvor schon. Komm, John. Da kriegt er noch hin. Kein Kommentar. Okay, Nacelle kannst du vergessen. Wir können auch gucken, ob wir eventuell was traden können. Wo war das denn? Hier. Trade. You cannot no one to trade with. Keep waiting. Denn eventuell, also wenn irgendjemand Food will, das können wir dem eigentlich geben, denn wir haben ja genügend. Ah, ne. Wir gehen mal zur nächsten Stadt. Indianapolis ist der nächste Stopp. Ben sneaks up on you and grabs Naka. What? You'll only get... Okay. Naka, I'm sorry. Yes! You bitch! No one grabs Naka. Bitch! A fire in your car destroyed one... Wenn sonst nichts ist, ist ja kein GTA, dass man direkt wieder in die Luft fliegt dann. Okay. Aber wie kann sich denn unser das Pilsner Tierchen, your tire starts making a strange noise, but appears to be still to be working. Okay. Aber wie kann ein Naka von einem Banditen angegriffen werden? Das macht irgendwie keinen Sinn. Okay, wir brauchen Scrap. Dringendst. Was haben wir für Jobs? Difficulty normal. I dropped something of great value to me just outside of town. If you find it, please return it. For fuel. Ja, okay. Gut. Irgendwo hier rechts müsste dann dieses Item of Great Value sein. Und das müssen wir einfach nur grabben. Und dann haben wir es schon geschafft. Oh Gott. Gut.
All aboard the man train. Come, 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 come. Yes! You made it. Come on. Four fuel. Difficulty suicide. Ha, ja. Natürlich.